Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit der Wanderung von der Staffenalm zur Hochplatte. Habt viel Spaß! Ja, unsere heutige Wanderung beginnt an der Talstation der Hochplattenbahn in Marquardtstein. Hier kann man mit einem Sessellift rauf. Man kann natürlich auch zu Fuß raufgehen, dann muss man eine Stunde mehr einplanen. Oben ist dann die Staffenalm, eine wirklich wunderschöne Alm, einen wunderschönen Biergarten, gut bewirtschaftet, mit einem Riesenspielplatz. Da kann man wirklich etwas sich ausruhen. Hier sehen wir schon die erste Zwischenstation mit einem ersten Ausblick auf den Chiemsee. Bevor wir dann zur Hochplattenalm kommen, auch hier kann man wieder etwas ausruhen. Eine wirklich kleine Alm, es gibt ein bisschen Brotzeit, ein paar Getränke, nichts Großartiges, aber dafür schon einen richtig tollen Ausblick auf den Chiemsee. Ja, und der letzte Aufstieg zum Gipfel ist dann doch wieder etwas kraxelig, wieder schwere Wege, deswegen auch hier Wanderschuhe dringend empfohlen. Keine Sandalen oder ähnliches, sondern wirklich Schuhe mit einem guten Profil und die Kinder gut sichern an die Hand nehmen, dann klappt das auch. Belohnt werdet ihr für die Mühen dann allerdings auch mit einem wirklich grandiosen Ausblick über den Chiemsee, auf die Kampenwand und die Tiroler Alpen. Gönnt euch einfach mal das Panorama da oben. Ein wirklicher Traum, gerade unter weiß-blauem Himmel. Der Abstieg ist dann natürlich auch nochmal beschwerlich. Auch hier ganz besonders aufpassen, denn bergab ist es immer etwas schwieriger. Ja, und zum Schluss habe ich mir natürlich wieder das obligatorische Feierabendradler gegönnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, ciao, ciao.